Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Fallensteller. Ja, und ich spiele mit den Perks Schlampiger Schlachter, Korrupte Intervention, Pop Ghost Weasel und Spione des Schattens. Ja, und außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass ich eine Falle mehr tragen kann und außerdem, dass ich die Fallen ein bisschen schneller legen kann. So, und was mich jetzt schon ein bisschen... Ich habe Angst, muss ich sagen, gerade die Runde. Weil ich habe eine Überlebende ne, mit einem Schlüssel gesehen. Okay, Alarmglocken. Eine andere Überlebende mit einer Karte. Und es wurde geopfert, dass die Falltür im Hauptgebäude spawnt. Ist das hier das Hauptgebäude? Wahrscheinlich, ne? So, darum muss ich jetzt echt, keine Ahnung, das gut runterspielen, weil ansonsten sind sie alle weg. So, wir nehmen einfach ein paar Fallen auf. Ich setze die Fallen ein bisschen willkürlich. In der Hoffnung, dass sie vielleicht jemanden fangen. Der nicht damit rechnet oder die nicht damit rechnet, ne? Okay, hier hinten ist alles ruhig. Alles ruhig. Habe ich schon wirklich fast alle Fallen gesetzt? Anscheinend. Gut, dann nehmen wir die mit. So. Okay, dort hinten kracht's. War das eine Falle, die ich aufgestellt habe, oder ein Rabe, weil jemand AFK ist? Das ist wahrscheinlich ein Rabe, weil jemand AFK ist. Wunderbar. Palette weg. So, meine Gute. Ich sag's wie es ist, ich nehme jetzt alles mit, was ich kriege, auch wenn dort hinten jemand AFK ist. Ja, der Rabe kräht noch. Okay, dann kommen wir mal an. Hallo Elodie, das ist die mit der Karte, ne? Für alle, die es nicht genau wissen, warum ist die Karte in Verbindung mit dem Schlüssel gefährlich? Es gibt Addons für die Karte, dass man, dass man die Position der Falltür sehen kann. Darum muss man da so ein bisschen aufpassen. Ich hänge dich hier hinter das Boot. Ich würde eigentlich ganz gerne auch hier nochmal eine Falle aufstellen, dass sie hier nicht so leicht hochkommen. Ich meine, wenn sie schon sowas mitnehmen, dass die Falltür im Boot oder im Hauptgebäude spawnt, dann muss ich das natürlich... Ah, das ist die mit dem Schlüssel. Verhindern. Da wurde auch schon gerettet. 1, 2, oder wurde gerettet? Da werden beide Fallen gerade in Schärffrechheit. Kate ist da lang, zumindest sagt mir das die Krähe. Hier unten weg. Habe ich dich, Kate? So, du kommst mit. Und hier an den Haken. Ich habe halt dort oben noch eine Falle. Wäre so cool, wenn auch hier Leute meine Fallen laufen würden. Zack. So, Kate. Ich bin jetzt weit genug weg, das dürfte sie nicht sehen. Setz mal hier eine hin, so ein bisschen in Matsch. Auf der anderen Seite wäre besser gewesen. Naja. Okay, vielleicht sitzt hier auch schon wieder jemand. Nein, der geht noch zurück. Okay, was machen die Überlebenden denn die ganze Runde? Ist die eine immer noch AFK? Wer weiß. Ich nehme jetzt diese Falle mit. Ich glaube, jetzt, wo noch 5 Gens zu machen sind, ist jetzt so meine einzige Chance, ein paar entlegene Fallen mitzunehmen, ne? An die ich halt sonst niemals rankäme. Ist okay. Vielleicht schaffe ich es noch mit Pop dort oben gegen zu hauen. Das wäre ein Träumchen. 1, 2. Ja, der geht zurück. Wunderbar. Oh, Verzeihung. Ich musste irgendwie gerade niesen. Das hat mich auch überrascht, ich weiß. Aber überkommt einen manchmal, ne? So, die haben sich geheilt. Ich weiß ja, dass sie hier etwa sind oder waren. Dort oben krähen die Raben. Warum Kälte? Das gibt's nicht. Hä? Da, okay. Einfach ein Gebüsch weiter. Ich finde leider dein Retter nicht, Kate. Oder deine Retterin. Hat und nehmen, hat und nehmen. Nein. So, okay. Okay, dann... Entscheidungsschlag, okay.
Kann ich verstehen. Nach unten weg, da lang. Der Gen geht noch schön zurück, ne? Wunderbar. Oh, sie haben dort oben einen geschafft. Ja. Könnte ich mir schon fast denken. Hab ich dich? Ja, sorry, Kate, ne? Hätte mal sich dein Retter oder deine Retterin gezeigt, aber andererseits, die habe ich jetzt auch zweimal geschlagen. Das heißt, naja, sie hatte eine normale Jagd, sage ich mal. Frechheit, ne? Irgendwie die Fallen? Weiß ich nicht. Funktionieren nicht, die Runde. Vielleicht sind sie auch nicht gut platziert. Ich pack mal hier vors Fenster ins Gras eine. Zack. Da oben wurde jetzt auch wieder eine entschärft. Ich pack hier nochmal eine hin. Da wird auch irgendwas gemacht. Was wird hier genau gemacht? Im Keller unten? Hä? Ist jemand in den Schrank gesprungen? Nee. Hä? Wollen die mich hier nur veräppeln? Oder was geht ab? War das Täuschung? Ich habe keine Ahnung. Ich setze mal hier in diese Pflanze eine Falle. Zack. So, irgendwie Leute, ne? Die Kate wurde noch nicht gerettet. Jetzt wird sie gerettet. Irgendwie recht komisch die Runde. Dafür, dass Schlüssel und Karte da sind und solche Opfergaben, dachte ich, dass sie jetzt übelst krass loslegen. So, ja, gestartet. Spuren des Schattens sagen mir Bescheid. Wo was abgeht. Zack. Ja, du kommst rein. Okay. Dankeschön. Komm mit. Hat sie vielleicht Täuschung? Oder was war ihr Plan? Ich weiß es nicht. Oh, Kate. Ach, Kate. Okay, sie hat sich schon befreit. Na gut. So, die Falle war ein guter Gedanke, aber sollte leider nicht sein. Hier hinten hat zumindest mal jemanden gefangen. Erster Erfolgsmoment dieser Runde, dass meine Falle jemanden fängt. Raben, okay, ich weiß Bescheid. Warum? Okay. Ja, sie geht weg von der Palette. Ich habe sie nur böse angeguckt. Manchmal muss man Paletten nur böse angucken und überleben. Die gehen weg. So, wunderbar. Erster Schlag drauf. Zweiter. Okay, wurde da jetzt gerettet? Oder was hat dort hinten gekracht? Sabotieren die Haken? Hier sind Leute in der Nähe. Graben krachen. Da wurde jetzt auch gerettet. Ich sag's, wie es ist. Ich bin, zack, ein bisschen verwirrt. Also ich meine, ich freue mich, dass alles klappt soweit. Und dass ich auch gleich die erste tot habe. Hallöchen. In die Falle, in die Falle, in die Falle. Wer läuft denn da lang? Kate, da ist doch kein Fenster, kein Nichts. Okay, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich werde noch nicht so ganz schlau draus. Dadurch, dass Kate jetzt tot ist. Ich meine, die haben noch nicht genug Generatoren gemacht, dass sie irgendwie jetzt mehr fliehen könnten. So, zack. Raben fliegen auf. Hier in dem Gebiet. Mensch, die hat einen blauen Rucksack auf. Das sehe ich doch, Yui. Mensch, Yui, das sehe ich doch. So, okay, du läufst durchs Fenster. Ja. Nein. Das habe ich nicht. Ich will eigentlich, dass die in die Falle dort laufen, aber irgendwie laufen sie mir dann rein. Komm mit. Hier an den Haken. Ich habe sogar mal noch ein paar große Wiese offen, ne? Zack, zack. Oh, wunderbar. Hallöchen. Dankeschön. Komm mit. So, ich glaube, Jane ist auch direkt tot, wenn sie hängt. Wen gibt's denn da eigentlich noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Elodie, die am Anfang AFK war, ne?
Zack. Ah, nee, die ist nicht tot. Gut. So, da fliegt wieder ein Rabe hoch. Okay. Rennspuren verletzt. Ja, vielleicht sind ja beide hier lang gelaufen. Nicht in die Falle natürlich. Da wurde gerettet. Ich dachte, da sehe ich jemand. Okay, anscheinend über alle Berge, ne? Na gut, ich will jetzt auch nicht hier oben ewig suchen. Ich meine, meine Güte, die kam gerade vom Haken. So, irgendwie das Boot mögen sie, ne? Hier laufen sie ab und zu mal rein. Ich setze mal die Falle jetzt ein bisschen versetzt nochmal. Da unten sind Rennspuren, da lang. Dankeschön, Krähe. Okay, vielleicht schneide ich den hier wieder schön den Weg ab. Nein. Vielleicht haben sie aufgehört zu rennen und sich versteckt im Schilf. Ich bin wirklich gerade verwirrt. Ich meine, warum hat es jetzt hier... Ach, war ein Pebble. Okay, der ist hier oben gelandet. Okay, keine Ahnung, wo die hin sind. Aber guter Pebble. Gut geworfen. Gut, dann gehe ich jetzt wieder die Generatoren ab, ne? Irgendwie... Naja, ihr wisst es ja selber, ne? Ihr seid bestimmt auch verwirrt. Rennspuren? Hallo? Oh, frontal, okay. Mensch, wieso läuft denn so ein Bogen? Weißt du von der Falle? Das war Quatsch. Ist sie überhaupt noch hier? Nee, die ist... Boah, ich bin so verwirrt. Hallo? Warum läuft sie jetzt langsam? Okay. Das beunruhigt mich jetzt doch schon, dass sie noch einen Generator geschafft haben. Wunderbar. Es ist aber wirklich nur diese Falle, ne? Die hier beim Boot irgendwie mir die Leute fängt. Das Problem ist, dass wenn jetzt Yui sterben sollte, die anderen tatsächlich mit dem Schlüssel entkommen könnten, weil es wären dann nur noch zwei Überlebende. Und der Schlüssel spawnt, wie wir ja zum Glück wissen, die Fightu spawnt, wie wir wissen, im Hauptgebäude. Ich werde jetzt warten, bis die Fightu spawnt und dort einfach eine Falle platzieren. Dann müssen sie zumindest erstmal die Falle entschärfen. Irgendwie wahrscheinlich spawnt das nicht in dem Hauptgebäude, sondern nur auf Maps, wo es ein anderes Hauptgebäude gibt. Okay. So, ich achte die ganze Zeit. Eigentlich zu sehr schon fast drauf, dass jetzt schnell das Falltür-Symbol aufblinkt. Und mir die Leute entkommen. Hier wurde... Die Rennspuren sind sogar noch frisch. Hier habe ich jetzt Pop drauf. Okay, dann muss ich jetzt den Gen... Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, danke. Okay, hier ist niemand. Gut, vielleicht haben sie auch einfach nicht den Schlüssel aufgesammelt. Du kommst hier runter. Und dann packe ich dann auf den Generator oben auch nochmal Pop drauf. Die spielen halt alle super stealthy, ne? Und laufen trotzdem nicht in meine Fallen. Der Gen geht noch zurück. Dort ganz hinten kracht irgendwas. Ich denke, das ist wieder ein Pebble, ne? Jane? Was tust du, Jane? Ach, die ist... Ne, die Elodie hängt noch. Ah, wo hängt die Elodie? Hä? Ach, die hängt im Keller, Sister. Okay. Schön, na gut. Das war so eine weirde Runde. Das glaubt mir keiner, ne? Irgendwie waren so stealthy die ganze Zeit. Ich dachte, es wird jetzt hier, was weiß ich, für eine Runde mit dem Schlüssel und der Karte und der Opfergabe, wo die Fightu spawnen soll, ne? Naja, manchmal muss man sich halt, manchmal macht man sich vielleicht zu viele Gedanken, aber es ist eigentlich nie schlecht, nie verkehrt, sich zu viele Gedanken zu machen, sich gut vorzubereiten. So, okay. Habe ich meine Aufgabe geschafft? Ja, ich musste irgendwie eine Jagd mit dem Überlebenden beginnen und innerhalb von 10 Sekunden eine Krähe erschrecken, während ich mit Spion des Schattens spiele.
Habe ich geschafft. Okay. Ja, keine Ahnung. Na gut, ich bin froh, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt nicht zu viele Fragezeichen über dem Kopf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.